Moin Leute, schön, dass ihr hier dabei seid. Ich habe noch mal ein bisschen nachgedacht. Und zwar würde ich das doch gerne noch mal ein bisschen anders machen hier mit der Produktion von dem Eisen und von dem Kupfer. Und zwar würde ich die eigentlich ein bisschen, also grob in die Richtung nach oben sozusagen bauen. Dass wir sozusagen hier den Kupfer langlaufen lassen und dann ein Stück weiter rechts hier in dem Bereich dann mit dem Eisenschmelzen sozusagen loslegen. Der Gedanke gefällt mir eigentlich ganz gut. Hier wird es nicht so das Problem, sage ich mal, mit dem Bauen. Aber hier, glaube ich, beim Eisen müssen wir auf jeden Fall dann noch ja, ein bisschen mehr Eisenplatten haben, damit das läuft. Ich werde das jetzt aber schon mal ein bisschen weiter ausbauen. Und ich habe dann auch gedacht, okay, das würde auch so ein bisschen dieses hier auflösen, weil dann bräuchten wir da auch keine separate Kohle mehr hinführen, weil das könnten wir dann alles über ein Band laufen lassen, was dann sich einfach splittet. Das würde schon mal einiges einfacher machen, glaube ich. Dass wir dann hier sozusagen ein Kabel langlaufen lassen, was dann beide mehr oder weniger versorgt. Ich glaube, das ergibt Sinn. Da müssen wir dann auch gleich nochmal gucken, wie wir das alles umsetzen. Ich würde das jetzt hier schon mal alles ein bisschen anfangen und schon mal ein bisschen umbauen. Ja. Was können wir das hier abreißen? Okay, das ist wahrscheinlich für die Drohnen in irgendeiner Art und Weise. Das geht dann so schnell leider nicht. Ich will das hier auch nochmal machen. Das geht aber alles zügig. Ja. Der braucht das nach unten. Ich würde den dann hier auch gleich wieder im Umkehrschluss nach oben laufen lassen. Hier. Dass der hier nach oben rennt, daneben dann das Kupfer und dann haben wir hier schon mal so ein bisschen geregelt. Der Stein muss weg. Band arbeiten können. So, gut, alles klar. Jetzt brauchen wir ihn hier. Einfach so dran setzen. Und dich. Und hier wird's rausgeworfen. Das gefällt mir. Gut. Strom, kein Problem. Kriegt da. So würde ich sagen. Das gleiche Höhe, alles klar. Ich habe mich gerade ein bisschen, weil das. Okay. Sieht jetzt gleich aus. Eben sah es anders aus. Gut, aber das läuft dann auch wieder so ein bisschen. Und die hier würde ich jetzt einfach so weiterlaufen lassen, dass die hier weiter produzieren am Anfang, damit wir weiter unsere Platten hier bekommen, immer ein bisschen leer machen, immer produzieren. Davon brauchen wir jetzt richtig viele. Na, darum brauchen wir uns nicht kümmern. Das machen wir auch gleich weg. Und dann das. So, durch. Würde ich sagen, dann splitten wir den hier nach einfach ab. Und dann geht er mit nach oben und dann versorgt er dadurch mit die Eisenschmelzen. Was ich jetzt ein bisschen doof finde, ist, dass die beiden hier parallel nebeneinander laufen. Das lasse ich jetzt so, da mache ich mir jetzt noch keinen Kopf drum, das ist glaube ich erstmal nicht wichtig. Aber irgendwann werde ich mich da wahrscheinlich auch nochmal wieder drum kümmern müssen, weil das sieht ja jetzt irgendwie auch ein bisschen doof aus, aber alles halt so wild. Da durchlaufen. Wird da wie gesagt schon ein bisschen Abstand zwischen lassen. So, grob.
Ein Baum, der ist auch weg. Ja, hier liegt immer so viel Kram oben. Mal ein paar Schmelzen bauen. Damit hinkommen. Das ist jetzt egal. Naja, zieht jetzt durch. Aber noch haben die uns nicht angegriffen. Das wundert mich sehr. Also eigentlich, ich habe damit gerechnet, dass sie gleich am Anfang irgendwie kommen. Ist ja auch nicht heraufbeschwören. Ich sollte wahrscheinlich gleich auch noch mal ein bisschen um die Verteidigung kümmern. Hier oben noch mit hinsetzen. Zack, 5 rein da. Drum. Das gefällt mir gut, das gefällt mir gut. Bänder. So. Kurz gucken, wie geht das denn noch? Muss ich auch hören. Okay, das war jetzt nicht Sinn und natürlich beschädigt, das ist natürlich doof. Y. Man kann die Sachen nämlich auch drauf legen auswandern. Man kann die ja sonst auch runternehmen einfach, aber man kann die auch drauflegen, wenn man jetzt zu viel im Inventar hat. Das ist ja auch ganz gut. Schmeiße ich mal eben schnell hier drauf. Beschädigen wollte ich das jetzt nicht, aber gut. Ich meinte eigentlich letztes zwar angreifen, aber jetzt ist hier mit C, glaube ich, gemacht. So vorankommen. Ein Teil hätte ich noch. Mal gucken. Ich glaube, ja, okay. Er ist immer noch im Inventar, also war es mir auch im Kopf, aber ich wollte es noch einmal ausprobieren. Schade. Austricksen kann man ihn leider nicht. Okay, du kommst dahin. Eigentlich aussehen, wenn der hier unten vielleicht läuft, oder? So. Direkt daneben her. Mist, jetzt habe ich gebaut. Ich hab doch einen. Wir machen das mal. So, dann läuft der hier so nebenher. Dann können wir da nämlich die auch anschließen. Ich habe jetzt schon mal 4 Öfen gebaut. Damit wir die Produktion aber ein bisschen erweitern, weil man merkt hier, das hängt da dran einfach, ne? Also Eisenplatten ist schon mit das Wichtigste hier. Klar, Kupfer ist auch wichtig, aber ohne Eisenplatten geht halt gar nichts. So, durchziehen hier. Perfekt, das sieht super aus. Gefällt mir sehr gut.
Wir noch ein paar Mauern bei ihm haben, zur Sicherheit da oben. Warum hat er kurz gemeckert? Warum auch immer? War das jetzt hier er hier? Nee. Ich habe genau einen kurzen Ausrufezeichen oben auf der Karte gesehen. Ah ja, tatsächlich, okay. Also wir wurden jetzt hier auch angegriffen. Seht es, die liegen jetzt hier rum, die werden wahrscheinlich von hier oben irgendwo gekommen sein. Gut, dass ich hier nochmal nach oben gestellt habe. Genau, das heißt, es geht jetzt so langsam los. Ist natürlich so die Sache, also geheuer ist mir das nicht. ja. Gucken, wie wir jetzt damit so klarkommen. Gut. Ist klar. Also das war auf jeden Fall der Angriff hier oben auf der Karte, aber das eben ganz kurz aufblitzen sehen, dass da ein Ausrufezeichen zu sehen war. Kommt jetzt halt nicht so gut, nicht so gut. So. Können wir jetzt hier nicht auch einfach sagen? Zu wenig. Windows, okay, gut. Ja, Tim. Ah, okay. Das kannte ich so auch noch nicht. Ich dachte, der setzt es jetzt gleich so hin, aber okay, gut. Das ist mir auch neu, aber nicht schlimm. Wir bauen das jetzt mal eben so nach. Wir legen hier Querstrom rüber. Gerade nicht den richtigen Abstand, aber es nicht bin. So. Ich setze es immer gleich hin. Kopieren. Schneiden. Pause. Great Plan. Okay. Er setzt es nicht hin. Okay, das ist dann wahrscheinlich erst für die Drohnen später. Ich hatte es irgendwie so im Kopf, dass der es dann gleich auch platziert, sag ich mal. Aber das ist dann anscheinend nicht so wild. Dann ist es jetzt am Anfang eben so. So. Aber es sieht doch schon ganz gut aus. Sehr gut, das gefällt mir alles top. Super. Ein Strom, klar, kein Problem. Kommt da. Ist der noch ein Strom drin? Natürlich nicht. Kriegst du nicht mehr kurz. Ist jetzt so. Ist ja auch nicht schlimm. Der lässt ihn jetzt nämlich vorlaufen. Dann haben wir jetzt schon mal ein bisschen die Produktion erhöht. Das passt. Kupfer haben wir eh noch genug am Start. Das ist nicht so das Problem. Ja, gut.
Dann würde ich sagen, platzieren wir gleich unsere erste Fabrik. Und dann gucken wir mal, dass wir mit der Forschung ein bisschen weiterkommen. Da haben wir uns jetzt ja letzte Folge irgendwie gar nicht drum gekümmert, weil wieder, obwohl ich gesagt hätte, okay, Forschung und so. Aber wie gesagt, es ist auch immer ein langer Weg, bis das dann alles so funktioniert, wie man das will. Und ja, das ist alles auch nicht ohne. Man sieht es ja hier. So. Wird jetzt hier noch einfach mitlaufen lassen. Wenn die genug Erze, das ist jetzt noch nicht das Problem, glaube ich. Genau. Würde aber mal sagen. Drei davon. Von. Nehmen wir auch mit. Können wir bestimmt gut gebrauchen. Außerhalb der Reichweite, sorry. Geräusche. Ich würde sagen, dann bauen wir hier oben in dem Bereich auch nochmal ein. Weiter sogar nach oben. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ja, machen wir einfach so. Der bekommt hier auch nochmal 5. Und dann müsst ihr noch Mauer platzieren und ich. Ein bisschen weiter nach vorne platziert, damit die hier dann auch nicht durchrasen. Hier, das ein bisschen geschützt ist, dieser Bereich. Eisenplan läuft. Das ist eine sehr gute Sache. Wie konnte man das jetzt hier wechseln? Ist diese Rüstung jetzt automatisch bei mir drin? Die Rüstung anscheinend gut. Irgendwie konnte man das auch wechseln, aber jetzt. Puh. Hier mal einen Baumstamm oder einen Stein oder so. Okay, alles klar. Das klappt schon mal, das ist eine gute Sache. Hier unten aus. Okay, wir merken, Strom, er pendelt jetzt auch schon, also er ist schon ein bisschen am Limit, würde ich sagen, was das angeht. Okay. Alles halb so wild. Da bauen wir gleich nochmal eben einen dran, das sollte ja für den Anfang auch locker reichen. Okay, wir merken jetzt, hat er doch Probleme mit dem Strom. Gucken wir mal. Ich würde gleich sagen, wir bauen wieder ein bisschen größer. Sehen wir dann auch gleich alles. Ich werde noch mal eben kurz ein bisschen Eisen holen. Ich werde jetzt da ein bisschen mehr hinstellen, damit wir vielleicht nicht in 10 Minuten wieder hinrennen müssen. Das wäre ein bisschen. Und jetzt sieht man hier auch, wenn ich jetzt hier reinzoome, kann ich jetzt hier nämlich, weil hier jetzt das Radar steht, hier in diesem Bereich auch schon schauen, was da Phase ist. Ja nicht mehr hinlaufen. Auch so nochmal eben nach dem Rechten schauen. Man sieht auf jeden Fall die Umweltverschmutzung. Hier geht auf jeden Fall immer weiter. Natürlich so eine Sache, aber gut. Ja. Läuft. So. Nochmal, der hat hier 3. Auch mal so machen. Den dann so. Egal, wir machen es mal so. Aber er liegt auch
mal erst am Ende einnach. Das wäre cooler, wenn der direkt vollläuft, glaube ich, aber gut, ist jetzt, wie es halt ist, ne? Ist ja auch nicht schlimm. So. Den setzen wir mal hier hin. Geht mir ganz gut. Den Heizkessel, genau, da hätte ich gerne noch einen. Dreier Abstand. Dann genau nicht reichen. Könnten die vielleicht noch ein Stück nach oben stellen, dann würde es wieder passen. Ich probiere das mal. Ich dann nämlich sagen, hier stehen. Wie sieht das dann aus? Passt. Ist egal. Wir es wieder. Anscheinend kommen die hier irgendwo. Aha. Oben aus dem oberen Bereich kommen die. Damit müssen wir uns dann wahrscheinlich früher oder später auseinandersetzen. Also noch geht das hier mit dem einen Turm, aber da würde ich auch gleich noch mal ein bisschen was anderes hinstellen. Okay, bauen wir den da dran. Noch zwei Stück von. Gutes Augenmaß auf jeden Fall, würde ich sagen. Das läuft. Und dafür machen gefällt mir gut, das gefällt mir gut, das gefällt mir gut. Bumm, läuft. Alles erstmal wieder in trockenen Tüchern, was das angeht. Sinn. Trischen Erzfüllung.
Also immer wilde Sachen drücken, das kann ich auch immer gut. So, jetzt war ich hier gerade genau. Wer kommt da noch mit rein? Ich denke mal, wenn hier zwei stehen, ist das nicht verkehrt. Das können wir hier auch schon so ein bisschen erahnen. Also hier oben. Da sieht man es. Wie gesagt, wenn jetzt hier der rote Bereich da reinkommt, das findet jemand gar nicht witzig. Und dann kommen die eben hierher und gucken hier nach dem rechten. Da wollen die uns eben angreifen. Okay. Und da wissen wir uns noch zu wehren. Noch. Weil wir halten da auch noch ein bisschen Stand. Gut. Das haben wir auch jetzt. Gar nicht mehr so sicher, wie ich das damals gemacht habe. Ich habe das mit den Teilern gemacht, habe die abgeteilt und dann in den Bereich gebracht, wo ich es dann brauchte, sage ich mal. Es ist natürlich schwierig, weil man will das auch nicht hier direkt jetzt hier abzweigen, weil dann produzieren ja nur diese Teile hier sozusagen für die anderen, obwohl das vielleicht auch wieder nicht schlecht ist, aber dann kann man wieder nur begrenzt erweitern und solche Sachen. Also das sind immer so Fragen, die man sich stellen muss. Ich würde jetzt sagen, wir teilen das hier hinten in dem Bereich irgendwo ab. So, und dann gehen wir hier weg. Ja, damit. Nehme ich alles. Gut. Jetzt nehme ich gern sowas hier. Drei Stück. Hier sind jetzt nämlich die Fabriken und hier hätte ich jetzt gesagt, hier sitzt ja hin. Und hier können wir jetzt draufklicken und dann können wir sehen, was die so. Also die können eigentlich genau das gleiche produzieren wie wir auch. Und da hätte ich jetzt nämlich gesagt, der produziert jetzt hier die Teile. Aber das brauchen wir wahrscheinlich eben auch ein paar Mal öfter. Wenn ja, die Fabriken bleiben auch gleich groß, das heißt. Brauchen wir uns erstmal keinen Kopf machen, was das angeht. Also, das ist nicht das Problem, glaube ich. Wenn wir die irgendwann ersetzen müssen, die können wir einfach draufbauen und dann produziert er die schneller. Und das haben wir. So. Von noch wieder ein paar. Wird die dann hier wieder zurück. Gut, wir brauchen noch Strom. Dafür brauchen wir wieder Wurmmasten, die bauen wir auch nochmal eben. Zack, hier noch Holz mitnehmen. Das sieht schon ganz gut aus mit der Karte. Das wird immer größer, das ist super. Ich hoffe, der Abstand war jetzt auch so. Ich hoffe, ich irre mich damit nicht. Wenn wir dann sehen. So. Dann du bist da. Außer Reichweite. So. Gerne noch einen. Heiler. Damit wir hier mit dem Teil die Sachen so.
so zusammenlaufen lassen können. Genau, die schmeißen jetzt hier eben die Sachen aufs Band. Die liegen jetzt auch wieder drauf. Und da die hier nicht nur rechts liegen sollen, damit die hier komplett auf der Bahn liegen, brauche ich jetzt wieder den Teiler nach links weg. Damit der die da raufschmeißt. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Der läuft jetzt hier mal ein bisschen ins Leere, aber das ist nicht schlimm. Das wird sich gleich wahrscheinlich auch ändern. Man sieht jetzt hier schon die vier. Ja, die vier Öfen. Ne? Das habe ich gerade mal so hier, um die hier zu betreiben. Also man sieht schon, in welchem Ausmaß das denn alles läuft. Ne? Also das sind dann schon riesen Fabriken, die man hier baut, teilweise. Ne? Das ist schon echt heftig. Ich würde jetzt sagen, wir bauen jetzt mal eben ein paar Kabellagen. Einfach damit die hier stehen. Den Anfang. Ich würde das jetzt hier einfach mit reinbauen. Sieht nicht schön aus, die platzieren wir noch wieder woanders. Das läuft das nämlich auch. So. Genau, und dann brauche ich auch noch meinen Teiler, das sehe ich auch gerade. Strom will er natürlich auch haben. Genau, und hier machen wir das dann auch, dass es so ein bisschen, besser sich verteilt, dann wird es nicht so weit nach hinten staut. Und der ballert richtig raus, ey, gefährliches Zeug. Sehr gut, okay, das gefällt mir auch schon gut. Der braucht jetzt eben diese Eisenplatten und das Eisenzahnrad. Das heißt, hier kommt der jetzt ran. Hätte jetzt gesagt, wir müssen die Funktion ja wahrscheinlich ein bisschen erhöhen. Na gut, das reicht ja. Also hier hinten kommt ein bisschen was raus. ich würde sagen, schnell zwei Teile davon gebaut. Zwei Teile davon, zwei Teile davon. So. Wieder gar nicht, aber das kann ich gut. Der wirft raus, der schmeißt rein, der wirft raus, aber ich brauche noch rein. Okay. Und so kann man es dann immer ein bisschen weiter bauen und immer erweitern. Das ist eine gute Sache. Jetzt brauchen wir noch mal eben schnell eine Fabrik. Den Bereich bauen, umdrehen lassen und hier hinbauen, aber das ist auch wieder so ein Heckmeck. Also das heißt wieder Teiler bauen. Zack. Drei am besten. Und dann, dass der hier sich hier ja abteilt, brauchen wir wahrscheinlich noch ein. Oh Gott, und das Fließband, alle bauen, Vollgas. So, und dann noch ein bisschen. Die nicht auf die gleiche Höhe bauen. So, zack. Dann hier. Das war jetzt ja Blödsinn. Das war jetzt auch lieber Quatsch. Den Teiler müssen wir auch drauf die andere Seite. So. Und der läuft dann hier nämlich nach hier weg. Ich lasse die gerne nebeneinander laufen. So. Dass der Teiler das dann genau so drauf tut.
Perfekt, das gefällt mir gut. Und so laufen die jetzt nämlich beide übereinander, nebeneinander, wie auch immer, hier weg. Und dann nehmen wir die Fabriken. Eins und. Gehen wir hier nochmal eben rüber. So. So. Und die sollen nämlich jetzt hier gleich. Hab ich da nicht aufgeklickt? Wird. So, und dann brauchen wir hiervon zwei, davon zwei, davon zwei. Das heißt, einer macht Platten rauf. Einer macht die raus. Und du ziehst die rein. Gut. Das läuft doch sehr gut. Das freut mich, weil jetzt haben wir nämlich hier eine super Sache. Die ersten Fließbänder, die automatisiert laufen. Das ist eine gute Sache. Top, top, top. Das freut mich. Ich kann keinen Teil mehr bauen, aber auch nicht so schlimm. Wir können jetzt hier auf jeden Fall die Sachen aufnehmen, müssen nicht mehr selbst produzieren. Und das hilft uns schon mal enorm. Also das ist schon mal eine gute Sache. Das haben wir geschafft. Okay. Eine kleine Sache wieder geschafft. Wir sind ein bisschen über der Zeit, aber ich glaube, das ist nicht schlimm. Das wollte ich nochmal eben fertig machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Schönen Tag euch. Bis dann.